Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Geschwätzblitz. Viel gibt es nicht zu sagen. Heute ist Melanie wieder dabei. Das ist natürlich was Schönes, aber das seht ihr, das muss ich nicht extra sagen. Das letzte Mal war ich auch kurz dabei. Stimmt, da ist Melanie für eine statistische Rückfrage gekommen. Irgendwie, da ging es um... Als ich gehört habe, dass du Quatsch erzählst. Ja, genau, da ist Melanie auf jeden Fall eingeschritten. Gehen bei mir die Alarmglocken los. Ja, das war irgendwas Psychologisches, ob Mathematiker besser Schach spielen. Nein, du hast gesagt, dass räumliches Vorstellungsvermögen hilft beim Schachspielen. Ja, habe ich so mal gelesen. Aber gut, dann ist das nicht so. Bestimmt nicht in meiner Bachelorarbeit. In deiner Bachelorarbeit nicht. So. Da würde das nämlich anders drin stehen. Okay. Wir sind in der Playzone und wie ihr sehen könnt hier oben, wir haben zumindest beim Blitzen ein bisschen abgebaut. Wir waren ja schon über 2,7. Das hast du letztes Mal nicht wieder reingeholt, ja? Ich hab ja da hattest Mal, du die Chance, ohne mich zu spielen. Nee, da habe ich aber mit meinem Einzelaccount gespielt und nicht mit dem Gemeinschaftsaccount. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit der ersten Partie. Wieder der Hinweis an euch. Gebt uns gerne Bescheid, wenn ihr irgendwie... was erzählen wollt, na, wenn der Sound nicht stimmt oder das Bild oder so. Und gebt uns gerne den Hinweis, welche Eröffnung ihr sehen wollt. Wir probieren uns da ja einfach immer mal aus. Ne? Bei allzu komischen Sachen, wo wir den Namen vielleicht nicht kennen, schreibt mal noch die Züge dahinter, wie diese Eröffnung eingeleitet wird. Am besten bei den meisten Varianten. Ja, vielleicht ist das besser so. Okay, wir haben im Moment 13 Challenges, dann ist der Zufallsgenerator mit 15 ja ziemlich gut dabei. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Einer sagt kein Ton. Ja, da stecken auch noch Kopfhörer drin, das habe ich auch gerade schon gesehen. Wird sie aber, das ist... Die sollen so? Die sollen so. Okay. Es sei denn, du willst jetzt noch mal irgendwie hören oder so, aber alles fein. Okay, okay, dann Chigurin nehmen wir die Variante, die uns besser gefällt, es ist alles fein. Ja, genau. Sonst vielleicht fehlen bei dem einen oder anderen dementsprechend noch die Kopfhörer, die wir hier schon drin haben. Also Chigurin mit Schwarz. Ja, da weiß ich, wie das funktioniert. Und aber noch was. Nimzu mit Dame C2. Das ist doch die Empfehlung von Jan. Oh ja, hyperbeschleunigter Drachen mit Schwarz. Der Erik war gerade die Nummer 4. Das ging ja schnell jetzt hier. Schreibst du? Ich schreibe und du spielst. Und zwar aber wo stehen denn die Eröffnungen? Hier so. Auf mal Zettel. Und da fehlt ja die Hälfte. Hyperbeschleunigter Drachen mit Schwarz. Ach, ich spiele, du ja? Du kannst D4 machen, um in den Nimzu mit viertens Dame C2 zu kommen. So, und wir gehen in die Großansicht, wie wir das immer so beim Spielen machen. So, jetzt C4, ne? Ja, genau. Und jetzt Springer C3. Das ist Jans Empfehlung. Läufer B4, Dame C2. Wow, wir können schon den ersten Haken machen. Ja, warte, ich muss hier, weil das ist ein hyperbeschleunigter Drache. Das weiß ich ganz gleich, G6. So, und wie mache ich jetzt weiter? Nach Jan Hofane. Auch empfohlen? Ja, bestimmt. Ich habe null Ahnung davon, ne? Ich weiß, dass man, es gibt irgendwo mal Varianten, da spielt F3 man F3, so. E4, dann gibt es irgendwann A3, aber wann, was, wie, jetzt, wo vorkommt, ich mach einfach mal A3. Ja, mach mal einfach. Und dann bitte verzeiht mir, wenn ich das misshandle. Okay, mit Weiß, Black, Martin. Und jetzt aber mit der Dame schlagen, oder? Sonst ja, macht der Dame schon. C2 keinen Sinn. Mit Weiß F4 und G4, in den ersten zwei Zügen. Erstens F4 nehme ich auf, ein bisschen Bird. So. Ja. Ja. Vielleicht Läufer G5. Und dann mit Springer E4 funktioniert nicht, oder was? Nein. Das funktioniert nicht. Sicher? Klar. Das ist immer kompliziert, wenn du mir dann reinredest, weil dann komme ich mit der Zeit immer nicht hin. Aber du hast ein. Es gibt ja einen Wunsch, und zwar von. Königsindische Verteidigung, das ist sein Name. Und zwar wünscht er sich, was glaubst du? Königsindische Verteidigung? Genau. Und dann dachte ich, da freust du dich drüber, weil das ja deine Lieblingseröffnung ist. Das macht jetzt hier die Stellung aber auch nicht besser. Ach, ist doch alles im Rahmen. Irgendwie E3 oder Springer F3 oder so. Konzentrier du dich mal auf den Chat.
Ja, konzentrier dich mal lieber, was du da Ich machst. sehe die Hälfte des Brettes nicht mehr. Was ist da los? Das sind erschwerte Bedingungen hier. Moment, ich klicke einfach mal irgendwo drauf. Nein, das ist Nee. richtig. Okay, ich muss nochmal hier. Ach, hier. Ja, du musst dann nur so seicht drüber streichen. Das genügt. Ja. Wir werden noch gegrüßt vom Prinzip Hoffnung. Auch ein schöner Name, hä? Gruß zurück. Ja. Schön, dass du dabei bist. So, du hast das Läuferpaar. Das hast du wundervoll festgestellt. Deswegen schließe ich jetzt auch die Stelle. Das machst du sehr gut. Möchtest du mit F4 spielen oder ohne? Finde ich irgendwie beides interessant. Ich finde auch F4 sehr interessant. Na dann. Dir zuliebe, weil ich heute Dankeschön. mal einen Ah, stopp. friedlichen Tag habe. Also, na, vielleicht wäre damit C2 gut, damit er nicht Springer E4. Halt, stopp! Halt, stopp. Bitte! Halt, stopp. Jetzt rede ich. Lass mich doch einfach mal machen. Du kommst dann ins Spiel immer, wenn die Ruine da ist, dann kannst du die verwalten. Und dann manchmal klappt es noch, manchmal nicht. Aber dann habe ich wenigstens noch Zeit. Und wenn du von Anfang an mit reinfuchtelst und ich dann trotzdem das spiele, was ich mache und dann trotzdem eine Ruine habe, dann haben wir weder Zeit noch Stellung. Das verstehe ich natürlich. Königs Königs Gambit Gambit. mit Weiß. Ja, ich lese den Chat. Lest du mal die Stellung. Königs Gambit ist gewünscht, ist notiert. So, jetzt Boah, jetzt wäre spielt er einfach das so, dass er das vierte Läuferpaar Bett. da. Das ist natürlich eine Schweinerei, zumal mein Läufer hier, der Schwarzfelder, ganz schön doof ist. B5 bringt auch nichts. Ein Dilemma. Welcher Idiot hat denn F4 vorgeschlagen? Welcher Idiot hat das gespielt? Ich weiß es nicht. Naja, noch ist nicht aller Tage Abend oder so. Was machst du auf Dame A5? Springer zurück. Und Springer E4 dann? Vielleicht, also ist Als jetzt auch, Dame. ja, ist auch nicht angenehm, aber vielleicht musst du dies tun. Tja, mein Läufer, den schlage ich an, den tausche ich am besten gleich mal ab, wenn ich kann. Na ja, der hat ja noch Hoffnung. Würdest du nicht? Kann ich jetzt. Nö. Jetzt Ach stehst du immer nur so ja. in. Ich hätte Stehen vielleicht eher auch allen hier, drin. Ja, damit du du nicht in Turm hätte, könnte, A2. würde. Das hilft mir jetzt reichlich wenig. Also komm, das ist noch schlimmer als. Ja, komm, ich befasse mich mit Schreiben. Allier ich ihn mit Schwarz. Jeder das, was er kann, ne? Genau. Dann Wiener Partie und englische Eröffnung. Ja, Englisch, das spiele ich natürlich auch gerne. Karo kann mit Schwarz. Oh. Naja, aber es geht doch noch. Naja. Also halb so wild, würde ich Alles sagen, im oder? grünen Bereich. Im dunkelgrünen. Ja. Ich könnte vielleicht mal Turm A6 spielen. Stehst gut? Hast du gut verwaltet diese Findest Stellung? du, dass ich gut stehe jetzt schon? Klar. Das finde ich jetzt leicht übertrieben, aber. Na. Obwohl auf Springer B8, würdest du dann Turm B6 spielen? Oder lieber Turm A7 oder A8? Oder was ganz anderes? Ich Turm B6 glaube, ist ich voll würde nicht Turm kompliziert. B6 spielen. Der Bauer ist nicht so Dann sonder. lieber hier. Und wenn du gleich König C3 machst, dann muss er ja auch ein bisschen weichen. Läufer F6 ist natürlich noch eine Drohung. Also was heißt eine Drohung? Aber dann kannst du den Läufer loswerden und oh, jetzt brauchst du es ja auch gar nicht. Jetzt kann ich hier reinhüpfen, oder? Oh Dann geht ja. das ja. Klar, du willst ja immer rein. Na, jetzt stehst du eventuell sogar schon sehr, sehr gut. Ich glaube, du stehst auf gewonnen Eventuell auf. sogar schon sehr, sehr gut. Jetzt hoffe ich auf Springer D7.
Oder sonst ist Turm E7, kann ich ja auch spielen im nächsten. Oder Turm A8 droht ja auch. Was soll er denn machen überhaupt? König C3 ist auch noch ganz nett, dann muss er den Turm noch ein bisschen schlechter stellen. Wow! Also, was heißt wow? Also natürlich, wow, nein! Wie in der letzten Lernstunde. Und da das hast du aber ja, toll gemacht. Oh, toll! Da hast du gut was rausgeholt, wollte ich damit sagen. Altindische Verteidigung. Was war denn nochmal altindisch? Das auf D4 direkt E6 spielen, ne? Ohne Springer. Ich kann doch trotzdem. Und König C8? Ach so, nee, dann nehme ich lieber da. Na, dann bedien dich. Was hat man? Richtig. Ja, dann hängt ja gleich noch mehr. Oh, oder? Ich mache... Ah ne, dann kann der Springer noch dazu. Moragabit mit Weiß. Ja, so langsam haben wir aber auch ein prall gefülltes Blatt mit über 10 Eröffnungen. Ja. Jetzt ist er, wenn der Springer weg. D7 macht. Dann hast du ja ein schönes Fastmatt. Und den kannst du auch wegnehmen. Und nur so, weil du gerade mit der Maus über dem König warst. Das hatte nichts zu bedeuten, natürlich. Okay, gut. Interessante Eröffnung. Ich glaube, ich sollte mir das Video von Jan nochmal angucken. Der hat das eigentlich gut erklärt. Aber ja, wenn man halt normalerweise... Ich weiß nur, das waren nicht so die Hauptvarianten, die er gespielt hat. Also ich glaube Rochade nicht, aber irgendwie ist es auch unlogisch, weil Rochade ist auch gar nicht mal so unlogisch. Ich glaube C5 oder sowas wäre Hauptzug. C5, DC5, Springer A6, irgend so eine komischen Varianten hatte Jan gezeigt. Aber wir können natürlich gerne noch einmal mit euch folgende Stellung einmal angucken, weil das auch im Chat erwähnt wurde. So, oh, da ging was, das werden wir sehen. Und zwar auf Läufer G5. Springer E4, also Springer E4 ist erstmal möglich, aber dann war das so meine Vermutung. So, so. Ist doch alles im sehr grünen Bereich, ne? Ja, Bauer mehr. Ja, kurzzeitig dachte ich auch, wir stehen schlecht, aber dann doch nicht. Ja, seine Züge waren Hauptvariante. Was erzählst du denn für einen Quark? Nein, ich sag ja nur, nee, aber ich glaube, die Variante, die Jan zuallererst irgendwie behandelt. Ich habe vielleicht auch nicht alles geguckt, gebe ich zu. Du meinst die Variante, die du zuallererst gesehen ja, hast? Ja, genau. Die war, ich habe mir das mit C5 angeguckt. C5, DC5, Springer A6 und so. Hast du vor, das zu spielen? Spielst du das schon? Ich spiele alles und nichts, das weißt du doch, mein Schatz. Okay, dann würde ich sagen, wir schrauben den Zufallsgenerator mal auf, ja, machen wir mal 20 hoch, wenn ich meine Maus wiederfinde. Hier ist er. Und machen die nächste Partie. Oh, wenig zählen, das ist schön. Schwupp. Der Andi. Los geht's. Ja, jetzt habe ich auch überall diese Dingers hier im Feld. Leicht drüber wischen, mein Schatz. Ja, ja, hat geklappt. Okay, Chigorin. Was ist Chigorin? Springer C6. Bei Chigorin denke ich irgendwie an Chigori. Weißt du, was das ist? Das ist ein Gemüse, ja. Wie ging das jetzt nochmal? Kannst du mir da einmal ich wusste doch nie mal, was das überhaupt ist. Sieht fast aus wie skandinavisch hier. Falsch. Ich glaube so. Das war, also ich weiß leider die Zugfolge nicht mehr. Das sieht irgendwie interessant aus. Na klar. Super interessant. Ja, Königsindisch haben wir schon auf unserem Plan. Steht dann als D4-Erwiderung an zweiter Stelle. Jetzt an erster. Falls E4 kommt, haben wir noch den hyperbeschleunigten Drachen. Ja. Aljechin Karokana, da können wir ja auswählen. Was heißt BDG? Black Ma Dima Gambit. Ach so. Ach so, oh, ja. Okay,
Chigurin, Chigurin, Chigurin. Ja, was wollte ich dazu erzählen? Genau, ich habe das mal einmal vorbereitet und gespielt. Und diese Partie hat mir auch äußerst gut gefallen, denn ich hatte in dieser Partie. Ich muss den schon nehmen irgendwie, ne? Ich hatte das noch nie in einer Turnierpartie, aber ich hatte 7 Bauern mehr. Das kam aus Chigurin heraus. Das war irgendwie. Aber so habe ich damit sicher nicht gespielt, weil jetzt habe ich ja nur noch 6. Das kann ja so nicht richtig sein. Also. So, einmal auch Wie im hier. indischen Schach wurde dir, wenn die Dame unten ankommt, einen Bauern holst. Ist das nicht so? Oder andersrum? Ja, hab nicht gut genug aufgepasst. Wie kommst du da jetzt drauf? Na, ich hatte, ja, ich weiß, meine Gedankengänge sind immer schwer nachzuvollziehen. Ich hatte überlegt, naja, man könnte ja sich einen Bauern holen. Dann habe ich gemerkt, nee, das ist ja Quatsch, weil geht ja erstens nicht und zweitens würde man dafür ja auch einen Bauern geben. Und dann kam die Kombination zum indischen Schach, wo man ja sich einen Bauern holen kann, wenn man sich umwandelt, glaube ich zumindest. Oder war das so, dass man sich dann eine Dame holt und die aber dann, naja. Aber wie kommst du gerade aufs indische Schach? Das habe ich doch gerade erläutert. Nein, du hast dann irgendwelche ganz tiefgründigen Erklärungen. Na, da ist das auf jeden Fall so, dass man sich, dass der Bauer eigentlich stärker ist als die Dame. Und nur wenn der durchläuft, ist dann holt man sich trotzdem eine Dame, obwohl die Dame eigentlich schwächer ist, weil der Bauer nicht zurückziehen kann. Aber vielleicht war es auch andersrum, dass man sich mit einer Dame dann einen Bauern holen kann. Und dann hätte man die Chance, 7 Bauern zu haben. Und dann hättest du auch 7 Bauern mehr haben können. Wow, das muss ich erstmal verdauen. Aber wahrscheinlich war die Hälfte davon eh totaler Quatsch. Wer weiß. Das war auf jeden Fall lustig beim indischen Schach, dass alle Figuren eigentlich gleich aussehen, nur unterschiedlich hoch sind quasi. Ne? Da haben wir doch Fotos gesehen. Die Ja. Bauern sehen so aus wie kleine Damen und die Türme, die aber nicht Türme heißen, sondern irgendwie Elefanten. Elefanten, sehen Ja. auch nochmal so aus, nur in dick oder so. So, diese Stellung sieht sehr, sehr fein aus. Jetzt muss ich das nur noch mal verwandeln. Ja, ich zähle mal kurz. Einen Bauern mehr, aber dafür zwei. Eine Majorität am Damenflügel. Ja, die Frage ist natürlich, wie schwer oder einfach das Turmendspiel gewonnen ist. Also, oh, dann kommt doch noch König C4, dann ist er richtig aktiv hier. Dann mache ich doch mal lieber so. Ja, das müsste schon gewonnen sein. Du kannst ja dann. Oh, jetzt kannst du sogar schlagen und Schach noch mal. Turm E2. Ja, dann nimmt er hier eigentlich zwischen, aber hat er nicht gemacht. Und dann hast du mal 3 Bauern. Ja, ist weit entfernt von 7, aber Chigurin scheint ganz gut zu sein, um Bauern zu gewinnen. Also das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Haben wir eigentlich die letzte Partie zusammengefasst? Ja, na Da müssen wir uns mal wieder disziplinieren. haben wir doch. Wir haben noch geguckt, was gewesen Ah wäre, ja, wenn und stimmt. so. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, und du hast den Chat im Blick. Ach so, ja, da wird gerade noch mal diskutiert über Läufer H4, G5 und dann Springer E4. Ist kein Unterschied. Da ist ja Naja, ist kein schon ein Unterschied, weil Unterschied, wir aber. ebenso auf D8 nehmen. Springer schlägt C3, Läufer schlägt Nee, C7. dann. Du kannst ja nicht mal auf G8, D8 nehmen, wenn der Bauer auf G4 steht. Er macht erst G5 noch. G5, ja. Ach so, ja, aber dann kann er auch nie auf G3 nehmen, weil dann der Bauer H6 sehr, sehr schwach wird. Apropos Bauer, ich schick mal los, ne? Schick mal. Am besten an beiden Seiten. Gleichzeitig. Okay, kommt gleich. Ja, Andi. Ich glaube, diese Partie könnten wir beenden. Also jetzt sei mal nicht Nee, jetzt so. gar nicht so, dann kommen halt noch mehr Leute dran, aber. Also, Entschuldigung, aber wir haben genug Zeit. Das ist. Also in der Turnierpartie finde ich das manchmal ein bisschen nervig, weil ich hatte das neulich erst, also neulich vor einem Jahr, dass ich eine Dame mehr hatte. Also Ja. auch gegen nix. Und mein Gegner hatte auch 2-1, nee, 2-3 sogar.
Und mit dem Sieg habe ich halt meine IM genommen. Und der hat weiter gespielt und weiter gespielt. Und ich dachte, jetzt mach ich. Ich will jetzt hier fertig sein. Partiezusammenfassung. Kritischer Moment war, glaube ich, ungefähr hier vielleicht. Ich denke, hier ist noch alles im Lot. Gut, H war jetzt einfach H5, muss nicht sein. Das war jetzt einfach mal so ein komischer Aber der Zug. Läufer auf G3 ist schon irgendwie eine Kröte, ne? Na, jetzt ist er ja gar nicht so schlecht. Ja, nur Läufer B5 ist, glaube ich, nicht so gut. Andi hätte das noch ein bisschen besser spielen können, glaube ich, indem er hier A4 einschiebt. Dann gewinne ich den Bauern C3 nicht. Oder? Also ich denke, die Stellung ist immer noch leicht besser für Schwarz nach Springer D6. Je nachdem, wie er das spielt, mit Läufer. Also wenn er rausnimmt, habe ich leicht bessere Struktur, aber ist sehr nah am Ausgleich. Naja, das wäre es so gewesen. Ja, ich wurde gefragt, welche Partien ich empfehlen würde, also beziehungsweise welche Spieler die Königsindisch regelmäßig spielen. Tamura? Tatsächlich, ja genau, tatsächlich ist es in der Spitze, also zumindest gefühlt, wieder recht häufig vertreten. Es gab ja mal eine Zeit, wo Königsindisch zumindest in der Topspitze nicht mehr so häufig anzutreffen war. Aber ich finde, das kommt wieder. Also ja, Nakamura auf jeden Fall. Die Chinesen spielen das auch, glaube ich. Magst du, während du erzählst, spielen? Du Ach bist nämlich so, ich bin dran und dran du und was darfst spiele ich? jetzt Englisch spielen. Na, Halleluja. Ja, wer noch? Rajabov hat das eine Zeit lang ganz aktiv gespielt. Generell die Nepomniachtchi, Aserbaidschan. glaube ich, auch, oder? Zumindest meine ich das mal Ja. gesehen zu haben. Fällt mir noch ein? Gut. Nochmal B3. Wir spielen das jetzt nach den Empfehlungen Läufer G2 von Johnny Karlstedt. Dann jetzt A3. Was hat A3 für eine Bewandtnis? Naja, also ich habe den selber auch gespielt, einfach ohne Theorie, weil ich mir dachte, ich will es einfach anders spielen als er. Ich glaube, du kannst jetzt B4 machen. Willst es anders spielen als. Naja, wenn ich E3 mache, dann macht er E6. Wenn Ach ich so, als Springer der F3, Schwarze. genau, wenn ich Springer F3 mache, macht er Springer F6. Also mache ich A3. Er kann rein theoretisch denselben Plan A6, Turm B1, Turm B8, B4, B5. Er kann das nachspielen, aber das wird sehr selten gemacht. Das heißt, er macht jetzt eigentlich erstmal einen Schlage Zug. ich oder was? Und dann kann ich das halt genau andersrum machen. Nee. Und dann machst du, glaube ich, Läufer A3. Wenn er schlagen sollte. Und dann weiß ich auch schon nicht mehr. Dann hast du einen Bauern Ja. geopfert und musst selber Ja. klarkommen. Ach naja, Bauernopfer finde ich eigentlich. Wenn sie denn Sinn machen. Ich glaube, dieses hier kann man schon so spielen. Wir sehen das jetzt ja immer aus der positionellen Sicht und er hat sich auf dem schwarzfeldrigen Komplex geschwächt. Und wenn unser schwarzfeldriger Läufer da jetzt über A3 sehr schnell mit reinkommt, dann muss das gut. Ja, Wolga Gambit habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Hat mir auch mal viel Spaß gemacht. Ja, Volga, das habe ich nie gespielt. Ja, hier. Kommt auch gerade. Siehst du, sieht aus wie. Ach so. Ja, hat Ähnlichkeiten. Wobei hier die schwarzen Bauern noch ein bisschen weit hinten stehen. Das ist ja im Wolga Gambit, also umgekehrt, mit umgekehrten Farben nicht der Fall. Ob das jetzt vorteilhaft oder nachteilig Für ist. uns vorteilhaft. Ganz bestimmt. Naja, sonst hat man da ja auch Schwächen im Lager. So, aber jetzt sieht doch hier Springer B5 oder irgendwas. Ach, mein Ja, es Turm sieht hängt. aber Aber ist das trotzdem gut aus. schlimm? Hier kommen Opfer Also, alle. Rechnen wird überbewertet. Oder mache ich dann erstmal Schach? Oh. Ach so, ja, wenn du das Schach spielst, dann gewinnst du ja direkt die Dame, hä? Mit Springer schlägt B7. Also das Schach solltest du einschieben, ja. Tatsächlich, ja. Dann mache ich das mal wieder weg hier. Ich gebe dir ab jetzt immer Stellung, wo du einen Bauern opferst. Für ein bisschen Aktivität. So. Das sieht doch hier schon richtig gut aus, ey. Läufer D6 sieht auch nicht. Es gibt jetzt sehen irgendwie viele Züge gut Ne, aus, das ne? ist fast dann total gefährlich, wenn man sich dann nicht entscheiden kann. Ich würde gern mit der Dame irgendwie auf die. Na, oder Oder einfach Springer Springer D6, D6. ne? Das Na, wäre so vielleicht irgendwie. das Läufer D6 Einfachste. ist vielleicht gefährlich, Ich habe ne? jetzt Dann liegt schon er genug raus. Risiko eingegangen. Ja, jetzt musst du Safety First Ja. spielen. Erst mit H4, H5.
Safety first, ja. Ja, aber sind ja wirklich. Ich würde gerne auch noch meine Dame auf die schwarzen Felder hier bringen. Mhm. Frage ist nur, wie? Mhm. Ja, und dann mein Springer nach F3, G5, E4, F6. Das ist eine gute Route. Alternativ über H3. Ja, du gefällt mir H3 jetzt noch besser, weil du dann ja auch immer Springer F4 hast, ne? Hm. Ja, das Bauernopfer gefällt mir ganz gut. Obwohl ich noch sagen muss, okay, du musst erst noch was beweisen. Ja, das ist manchmal, sieht das ja auch total kacke alles aus. Er kommt halt gleich mit Springer F5 an. Also vielleicht wäre sogar, na, E4 ist sehr antipositionell, aber auf der anderen Seite. Na, E4 kann ich auch noch machen, wenn er Springer F5, obwohl, dann hängt man. Ja, doch, aber mir macht es immer Spaß, die Pläne des Gegners zu vereiteln. Und was anderes zählt nicht. Gut. Ja, dann rochiere ich denn aber doch mal noch. Ich mich hier so frei mache. Mhm. Naja, das sieht schon aus, als würde es irgendwie gehen. Aber auch ein ganz guter Gegner, ne? Ja. Dann passt immer bei den Lernstunden auf. Ja, damit C3, D4 oder... Wenn du dann noch zu D5 kommst, dann ist doch sehr, sehr prächtig. Vor G5 habe ich keine Angst. Hm. Ja, da macht er seinen König ja ebenso nackig. Da weiß ich auch nicht, ob das so schlau ist. Könntest du jetzt natürlich mit D5, dann kommt Springer A5. Könntest du das mit zum FB1 vorbereiten, die Truppe? Was? Hä? Naja, dann könntest du den Springer auf A5 einfach rausnehmen. Und du könntest auch so... ja, mach mal Turm FB1, ja. Das hat sehr, sehr viele nette Ideen dahin. Du kannst immer mal zur Not mit Läufer F1 den Punkt C4 verteidigen und du kannst den Turm aktiv über B5 ins Spielgeschehen reinholen. Guck, hat er verstanden. Hat er zugehört. So, jetzt steht mein Turm da, ne? Eigentlich hatte ich so an F4, F5 gemacht, aber es macht jetzt keinen Sinn mehr. Irgendwie gefällt mir D5 trotzdem, muss ich sagen. Na dann, auf geht's. Aber du musst jetzt natürlich noch Probleme lösen mit Springer A5. Wie gehst du dann vor? Das fällt dir ja früh ein. Nee, das war mir auch schon vorher eingefallen, aber C5? Oh nee, dann hängt ja ein bisschen viel. Das ist so ein bisschen das Bedürfnis, den auch noch rauszunehmen, einfach. Mhm. Aber ist vielleicht nicht so gut, ne? Ich hätte was übertrieben. Aber was tue ich sonst? Der hängt. Ja, und D5 auch. Ja, dann nimm ihn raus. Nimm ihn raus und spiel da mit D4. So, auf jeden Fall muss ich schnell spielen. Okay, dann mach. Okay. Okay. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass dieses Opfer korrekt war. Nee, ich auch nicht, aber ich finde die Stellung so interessant, weil er hat den Läufer auf A8, der sehr schwach ist. Er hat, ja, was sind denn meine weiteren Pläne? Deine weiteren Pläne wäre, seinen König zu öffnen, ne? Ja, und wie? Naja, weiß nicht, vielleicht Dame schlägt A7, dann hängt natürlich immer C4. Das tut der Königsöffnung natürlich echt was. Springer F4, aber dann kommt E5, also im Moment musst du auch noch ein paar Probleme lösen. Das ist ja sofort zusammengefasst. Ach. Oh, hä? Hä, wenn du rausnimmst? Und dann kann ich doch. Springer C6 danach. Ja, das geht. Und? Ja. Ja, dieses ganze Geopfere, das macht alle nervös. Ja, vor allen Dingen mich. Sehr, sehr interessant. Ja, wenn du jetzt nimmst, kannst du auch Turm B8 spielen. Ja, ne? Das dachte ich mir auch so. Okay, sieht gut aus. Ja. Also war sehr, sehr spannend, die Stellung, wenn er gar nichts gemacht hätte, ne? Also, was spielen wir dann? Oder war er im Zug? Weil der Kommentar, ja, den König
aufreißen? Wie mache ich das? Na, mit Dame schlägt Asi. Naja, und dann so ein bisschen seitlichen Druck ausüben. Naja, aber war sehr spannend. Ich glaube, D5 war zu früh. Aber wenn wir den nicht machen, dann stehen wir hier. Was haben wir eigentlich weniger? Nur einen Bauern? Das muss sehr, sehr gut sein, ne? Na gut, aber auch hier ist nicht so einfach durchzukommen. Naja, Springer F4 kann man vorher noch machen. Und dann ist D5 auch noch mal ein bisschen stärker. Nee, einfach ist es nicht. Aber ich glaube, das ist sehr gut für Weiß, wenn man das hier irgendwie korrekt spielt. Vielleicht, aber war mega spannend. Also. Ja, dann sind wir ein bisschen ausgerastet und dann ist er ausgerastet. Ja, das geht immer so im Hin und Her. TFP, oder nee, wie? THP? Wir haben ihm einen kürzeren Namen gegeben bei der Lernstunde, weil er hat sehr häufig gute Sachen gesagt und immer Troll, Short, Paddler zu sagen, hat sehr lange gedauert. TJ, glaube ich einfach. TJ. TJ, jetzt machen wir die nächste Runde. Die 15 von unten. Okay. Dann ist der Fichtelzwerg. So, dann haben wir wieder schwarz und hier steht einiges auf der Liste. Warten wir mal ab, was kommt. E4. Überbeschleunigter Drachen. Naja, dann... Wie, was? Ich weiß nicht, was das ist und ich soll das jetzt spielen. Ja, ich sage dir, du spielst im nächsten G6. Auf. Auf? Und das nehme ich raus, ja? Und du? Das war ich jetzt nicht. Jetzt ist es was anderes. Jetzt könntest du... Was? 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 TFP. Find TJ aber auch gut. Ja, ich auch. Ja. Alle ja. Premium-Mitglieder kriegen Spitznamen von uns. Jeder einzelne. Das macht bestimmt Spaß. Okay. Hast du? Ja, du hast einen Spitznamen, Nico. Ja, das ist jetzt nicht so ein richtiger... Hast du auch irgendeinen peinlichen, lustigen... Spitznamen? Na, woher soll ich den haben? Na, in der Kindheit wird man doch immer irgendwie genannt. Ja, ich wurde, also das liegt so in der Familie, wir wurden häufig beim Nachnamen genannt. Ja. Das ist ja kreativ. Nein, ich habe zum Beispiel also die ganz normalen, ne, Melli und Mel... Und dann aber auch noch Melanie, weil irgendjemand beim Schach dachte, ich heiße so und dann immer Melanie gesagt hat. Und dann Phyllis zum Beispiel nennt mich immer Meloni. Okay, ja, geht noch. Ist jetzt ja auch nicht. Und irgendwie, na, aber das ist spannender als Nico und Lumme. Also, da finde ich, habe ich den Spitznamen-Wettstreit gewonnen. Wann ist das ein Wettstreit? Irgendwie gab es auch mal eine Zeit lang Melone, aber da habe ich für gekämpft, dass der nicht sich verbreitet hat. Okay, hast du gut gemacht. Verrätst du mir jetzt, was ich spielen soll? Wie wär's mit E5? Das sind die besten Erstfragen. Ja, du kommst ja nicht zu Potte, du hast nur zwei Sekunden. Nein, da war ich schon fertig. Zack, mit. Das muss so gehen. Ich habe aber die letzte Zeit ja gar nicht auf die Stellung geguckt. Ich muss ja erstmal gucken, was hier los ist. Ich musste erstmal Material zählen und Königssicherheit abschätzen. Ist C3 noch Theorie? Also, wenn es das mal war, dann ist das bestimmt immer noch. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es nicht der häufigst gespielte Zug ist. Was haben wir denn da jetzt nach D4? Nehmen. Können wir noch E4 irgendwann einstreuen, ne? Also nehmen und E4. Läuft. Dann muss ja... Der Springer zurück. E1. Das sieht doch dann eigentlich schon ganz nice aus. Vielleicht dann... Wohin mit dem Läufer? Der ist so ein bisschen problematisch, ne? Oha. Das ist natürlich interessant. Habe ich jetzt so nicht drüber nachgedacht. Ach genau, jetzt wurde ich im Chat auch wieder auf meine Frage
An meine Frage erinnert, die ich eigentlich stellen wollte, ob ihr witzige Spitznamen habt. Und da kam auch schon sowas wie Rasenmäher Rasenmäher? Okay, das muss man noch mal ein bisschen und erklären. Dirty Harry. Wieso nennt man jemanden denn Rasenmäher? Das heißt, warte mal, ach so hat ihn Kumpel genannt? Oder so wurden alle Kumpel genannt? Das kann ich jetzt noch nicht so ganz herauslesen. Ein Ach so, und Professor? ein, Professor ist Dirty Harry. aber wahrscheinlich nicht alle, sondern einer. Der war vielleicht besonders Alle. dirty. Alle denselben Spitznamen. Na, kann ja sein, dass das halt ein Spezialbegriff für Professor ist. Dann sagst du, schönen guten Tag, Herr Dirty Harry Dr. Müller. Und dann Ja. zu einem Kumpel sagst du denn, ey, Rasenmäher Max. Ja. Es kommt gleich dann so irgendwie Läufer. Beppi Die zwei. wird Aber. einer genannt. Der heißt laut, wie heißt das? Laut was? Na, der Name, den man hat hier bei ChessFans, laut Account, heißt aber Account Nickname. Lukas. Wie kommt das zustande? Verrückt. Hm. Wieso geht's so? Da schon. Total verrückt. Okay. Na, nur weil du keine coolen Spitznamen hast, brauchst du jetzt nicht alle anderen zu dissen, Zu die eben dissen. nicht mit ihrem Nachnamen nur angeredet werden. Ich habe irgendwie, glaube ich, schon mal gefragt, ob du mir noch irgendwie behilflich sein Ach möchtest so, heute, aber nö. das Ich ist nicht finde der das Fall, ne? Thema Spitznamen gerade. Okay. Ach ja, jetzt kommt die Auflösung zum Rasenmäher. Sein Kumpel, also ein spezieller Kumpel, nicht alle Kumpels, wurde so genannt, weil er das häufiger als Ausrede genannt hat, warum er nicht gekommen ist oder weil er, ja, weil er nicht gekommen ist. Ja, macht Sinn, ne? Wohin ist er nicht gekommen? Zur Uni. Es geht doch um die Uni. Aber vielmehr Ach, würde weil mich er Rasen mähen eigentlich der musste. Dirty Harry interessieren. Ja, ich muss sagen, der Fichtelzwerg, der spielt ziemlich gut. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau, was ich machen soll. Gut, ich kann ja nochmal versuchen, ob ich hier was helfen kann. So, 1, 2, 3, Noch 4. irgendwas zurechtbiegen Material ist kannst. gleich. Ja, das Richtig. Läuferpaar. Aber du hast einen schönen Springer gleich auf D3. Yeah, danke. Und der D4 könnte vielleicht mal fallen. Das wäre schön, ja, das wäre schön. Und du hast mehr Zeit. Also ist doch gar nicht so traurig. Okay, König H8, F5, F4 bringt zusätzlichen Druck in die Stellung. Kannst du nicht jetzt sogar. Ja, was hätte ich machen können? Nee, ich habe nur überlegt, ob das funktioniert, den Wenn ich Bauern. da jetzt reinhüpfe, ne? Dann kommt Ja, aber nicht es Läufer droht, C2. Springer schlägt B2. So. Jetzt droht gleich F4. Ja, ist okay. Vielleicht bringt auch B5 mal was, weiß ich nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Zumindest drüber nachdenken. Aber jetzt wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr auf D4 schlagen, auch wenn du es könntest. Vermute ich mal. Auch wenn ich könnte, wenn ich wollte. Ja. Es sei denn, er Aber macht F5 ist. F3, dann ist das natürlich wieder attraktiver, weil es gegen den König geht. Da musst du dich aber erstmal um dein Springgetier kümmern. Nach F3? Nee, dann mache ich ja B5 und dann hoffe ich, dass er so weit weggeht, dass der D-Bauer ungedeckt Na ist. gut, so viele andere Optionen hat er ja nicht. Damit C3 höchstens. Ja, damit C3 erwarte ich leider auch, aber dann. Na, gucke. Na, da wollen wir uns doch mal bedienen hier. Siehst du wohl. Nehmen wir den mit. Ja. So. Na, er ist jetzt ja irgendwie schon so fast matt, aber er möchte bestimmt auch auf meinen König gehen. Vielleicht kannst du auf F3 schlagen. Ja, ach komm, wenn du das sagst. Ja. Wir haben nur laut gedacht. Wir sollen manchmal aufpassen hier. Oh Oh. Oh, Mist, Mist, Mist. oh. Oh, das ist
Tut mir sehr leid, weil ich hier so einen Quatsch laut gedacht habe. Aber geht noch, ne? Nee, ist schlecht, aber er hätte auf F3 nehmen können. Jetzt geht's vielleicht noch. Ja, schon Notgewinn auf Zeit. Das ist immer die Notoption noch. Ja, das war nicht schön. Das war nicht schön, das war ein bisschen unnötig. Ja, wir können ja noch mal kurz die Stellung angucken, wollte ich gerade sagen. C4. Ja, okay, erstmal danke für die Partie, war sehr, sehr spannend. Und jetzt wollen wir natürlich noch gucken, was hier. Er sagt, gut gespielt, danke gleichfalls. So, das einzig richtig Sinnlose war eigentlich E schlägt F3, ne? Ja, wir stehen halt auf Gewinn, aber müssen hier Ja einmal gut, kurz ein bisschen aber auf aufpassen. E3 kommt das Gleiche. Das Ja, wäre noch na gut, schlechter gewesen. könnten die Damen tauschen? Das wäre jetzt irgendwie recht stumpf. Vielleicht doch einfach A4 spielen und sagen, ja, du bist dran, mach was. Also A5, A4. Ja, und zur Not halt tauschen, ne? Dann sollten wir immer noch besser stehen, aber. Ja. Ja, was soll's? War interessant. Jetzt bist du dran. Du darfst jetzt Königsgambit, erstens F4 oder Black Madima Gambit. Was ist Darfst du mit spielen. erstens F4, G4? Das war doch vorhin auch mal ein Ja, Vorschlag. das habe ich umgewandelt in nur erstens Ach F4. so. Okay, 3, 6, 9, 12 und was hatten wir? Was habe ich erzählt? 15, 17. Der nächste Premium. Andi Gregor. Hatten wir heute schon, oder? Aber Ja. hier ist für jeden dieselbe Chance, immer wieder dran zu kommen. Ihr sollt auch dabei bleiben, fordert gerne nochmal. Der Zufall entscheidet jedes Mal neu. Also du kannst D4, D5, E4 spielen. Black Madima. Warte, warte nochmal. D, C. D4. Das ist D4. D5, E4. Gambit, Opferste. Springer C3, Springer 6, F3. Oder du spielst Mora Gambit. Das ist ja mit E4, C5 und so. Dann mit D4, C3. Oder Königsgambit. Du kannst eigentlich fast nur Gambits wählen oder Bird. Wo steht da Bird auf deiner Ja, erstens Liste? F4 ist ja Ach so, der das ist Vogel. Bird. Ich denke immer noch, Bird ist erstens B3. Das ist schwierig, ich sag was. Muss mir erstmal nochmal sagen, was es gerade für eine Eröffnung war. Hyperbeschleunigter Drache, ne? Ja, Okay. hat zwar nicht so 100% geklappt, aber ja, entscheide du mal. Na, dann mach mal erstens F4. Okay. Herr Fichtelzwerg sagt gerade noch, dass C3 so eine Nebenvariante ist, die Carlsen schon mal gespielt hat. Ja, aber da muss man zu sagen, Carlsen ist jetzt auch nicht in der Eröffnung unbedingt immer der, wo man sich was abgucken sollte. Denn er Naja, versucht seine Stellung zu. Ja, wenn man so spielen kann wie er, dann schon. ja. Aber er spielt schon nicht immer das Beste, sondern das, was für ihn das Beste ist. Ne? Da muss man nochmal so ein bisschen unterscheiden. Genau, also nicht die objektiv besten Hauptvarianten, aber gerade wenn man irgendwie mal variieren möchte oder halt nicht möchte, dass der Gegner gleich seine Eröffnungsvorbereitung aufs Brett knallt, dann Dann kann man das so machen, genau. Was ist korrekt. mit H3? Und dann kriege ich H2. Ja, irgendwie sowas. Naja, ich dachte nach H3 G4. Na, deswegen dachte ich, wäre es wahrscheinlich, dass er nimmt. H3 G4, dann ist der Läufer schon so ein bisschen auf verlorenem Posten da unten. Aber es ist immer noch nicht einfach, deine Stellung. Du spielst immer sehr komplexe Sachen. Spielen wir heute noch Spanisch? Das können wir machen. Kommt mit auf die Liste. Genau, also wir spielen es. Da würde ich mal so zu weiß und schwarz schreiben, oder? Spanisch. Naja, ich schreibe es jetzt mal bei schwarz auf. Ich würde es ja eher noch aus weißer Sicht spielen, aber ich glaube, D4 war ein Fehler von ihm. Weil du jetzt die Stellung da so ein bisschen öffnest für die Läufer. Ich wollte mich erstmal entwickeln, wenn das genehm ist. Ja, warte, Springer B4 ist ein bisschen unangenehm. Vielleicht A3 einmal einschieben oder so. Wenn das genehm ist.
TDL fragt, ob er in einer halben Stunde was verpasst hat. Ganz viel Spaß natürlich. Ja, nee, überhaupt nichts. Wir saßen eigentlich nur hier, haben gewartet. Ja, auf dich. Nö, nee, wie immer, ne? Das übliche waren aber ein paar nette Partien. Also ich muss sagen, heute waren sehr schöne Partien mit dabei. Ja, jetzt musst du uns mal aufklären. Nimmt man sowas raus oder spielt man E5? Oder regelt oder man gar ich nicht? Ich hätte jetzt erstmal genau gewartet. Oh, okay. Sieht aber irgendwie schon alles gut aus für dich, aber wie machst du es noch weiter? Ne? Also ist noch ausbaufähig, hätte ich gesagt. Ja, E4. Oh, jetzt ist meine Dame da so in der Festung. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich das so befürworten kann, was du da gerade mit G4 gemacht hast, aber... Weil auch nach E5, jetzt ganz positionell gesehen, E5... Mein Läufer hier eine Granate. Der kommt nicht mehr so leicht raus. Aber jetzt kann ich das selber machen, guck. Würde ich aber nicht machen. Dann steht er so gut auf D5. Mach doch G5 und E5. Aber dann... Oh, G5 und E5? Das geht ja dann gar nicht. Weil er den nimmt, hä? Ja. Aber ich kann G5 und später F5 machen. Und dann breche ich da... Na gut, dann musst du jetzt mal deinen Springer da wegmachen. Ja, mach ich doch. Immer mit der Ruhe. Der okay. kommt nach F3. Und dann mal gucken. Und dann bringe ich meine Türme vielleicht auf die H-Linie. Na, aber das setzt sich durch mit den Abkürzungen. Also der Trollfjord-Paddler ist ja TFP oder TJ. TJ finde ich eigentlich noch viel knackiger. Und The Drunken Lawyer ist TDL. Vielleicht auch TD und daraus wird schnell Teddy. Und so entsteht's, ne? Ja, und so entsteht das. So, wer ist der Andy Gregor? Der ist jetzt Greg. Alles okay. Wird kurz und knapp gehalten. Und du stehst doch gut. Machst du König F2 und Turm H1. Das ist auch so witzig, wie du immer abwechselnd. Ja. Erst, guck, du sagst, oh, du stehst gut. Dann zwei Züge später sagst du, dann sagst du wieder, oh, du stehst gut. Dann sag ich, oh, und hä? Turm F5 ist riskant, also finde ich, sieht gefährlich aus, aber musst du wissen, aber solltest du bedenken. Das war doch dein Vorschlag aber und dann Springer stellst du es immer so hin, nee, wir wollen nicht aufgeben. Also auch was nee. Was ist mit G6? G6 sieht auch irgendwie gar nicht so verkehrt aus, irgendwie Richtung Matt dann. Und dann mit Turm? G6, Springer G5. Also allgemein glaube ich, Remis bieten, das könnt ihr hier immer machen, aber das ist selten von Erfolg gekrönt. Ja, naja, weil, also dafür spielen wir... Läufer schlägt links. Ja, bring doch erstmal was auf die H-Linie, Dame H3 oder so. Dann bist du auch aus dieser Läuferfestung raus und dann kannst du alles vorbei. Aber wenn sie noch zu Ende führen wollte, du machst irgendwelche Vorschläge, ich denke, na gut, mache ich das. Und dann sagst du, pass doch auf! Pass doch auf, was du machst. Läufer G5, Springer G5. Also er macht da Dame D7, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was das bringt, aber... Aber erst mal sagen. Na, jetzt vielleicht den Springer H7 und F6. Wow. Als ja, mach mal. Wow. Wow. Das ist doch mal Angriffsführung hier. Per excellence. Oder das ist mal par excellence. Ach, excellence? Weiß ich nicht. Was ist deine Achse? Ja, NML, das ist unsere Abkürzung, aber das kann man nicht so gut sprechen. MNL. Achso, jetzt ist er gar nicht, jetzt kann ich ja auch nach E6 gehen. Ja, bringt das was? Dann steht er da so verloren. Auf Posten. H7 ist aber auch. Aber dann kann ich hier vielleicht rein. Was nochmal? Was? Mach du einfach was? Mal was du. Mach doch einfach. Ja. Ist doch supi. Auf Turm F6, Läufer G5. Gewinnst du da auch noch Material? Wird aber nicht kommen. Er geht woanders hin. Und dann mache ich vielleicht trotzdem Läufer G5, gefolgt von F6. Ja, oder gefolgt auch von dem da rausnehmen oder so. Ja, siehst du, aber das kommt. Das war doch klar. Wer kann so, denn da widerstehen? Turm schlägt D6, geht nicht. Okay. Wer kann denn da widerstehen, den Turm da reinzustellen? Jetzt musst du dir überlegen, was machst du gleich mit deinen Türmen? Du hast ja einen mehr. Wie kannst du den richtig toll einsetzen? Ach, irgendwie.
Also ich würde auch vielleicht gar nicht auf F6 nehmen, bevor das nicht notwendig ist, ne? Ja, ich brauche Vielleicht. noch irgendwelche Alternativideen. Okay, Turm F3. Ja, jetzt macht er das da. Oh, ich muss sonst immer rechnen, ob das geht. Das kostet mich zu viel Zeit. Verstehst du wohl? Verstehe ich wohl. Ja, vielleicht lieber aufmachen lassen, ne? Ja, machen wir, ist doch gut. Opferst du vielleicht einen Bauern, aber dafür wird die Stellung geöffnet. Ist vielleicht auch nicht gut, aber nicht so spät. Nicht mehr ändern. Melnilob, aber wir haben doch schon unseren Milikolas, unseren Dingsbums-Namen. So, lass knacken jetzt. Ja, jetzt sei mal still. Du hast noch Ich eine habe Minute. Pläne. Ja. Frage ist nur, wie ich diese umsetze. Na, jetzt kommst du auf jeden Fall zu F6, ne, wenn er da nichts vorstellt. Tja, dumm gelaufen. Möchte nur sagen, bitte schnell machen. Jaha. A4 oder so, ja, sehr gut. Turm B1 dann, schon mal pre-move ein bisschen. König ranbringen nach E2. Hauptsache schnell. Jetzt musst du reden, das kann ich jetzt Ja, nicht ich bin hinnehmen. auch total gespannt, weil so dieses sehr schnelle Ziehen. Das ist nicht Turm meine um Kopf Stärke, 4. meinst du? Nee. Achso, Turm ich. D2, Turm B. Ach komm her, das muss irgendwie gehen. Ich Soll finde ich vor allen übernehmen von Dingen. der Zeit? Bitte! Ja, okay, dann nicht. Ich finde vor allen Dingen Springer auch immer so gefährlich. Ja, weil sie immer Abzugsdinger machen. Ja. Oh Mann. Blödian. Wie komme ich denn hier weiter? Die ist gleich auf Zeit. Und vielleicht auch auf Stellung. Ja, okay, mach. Nee, ich kann das jetzt auch nicht mehr rausholen, Weißt du, aber. ja. Aber wenn du die ganze Zeit hier so neben mir stehst, ja, und so einen Stress schiebst. Sorry für den Stress, aber. So, dann schaue ich nochmal, was ihr. Ah, ihr habt. Nochmal das Thema Spitznamen aufgegriffen. Ja, ganz locker. War noch genug Zeit da. Ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, was ich hatte. Ja, das frage ich mich auch immer, wenn du wieder so Panik schiebst. Naja, du bist halt so, du bist eine Denkerin. Nein, ich kann einfach nur nicht die Maus bewegen. Das Und kommt eine erschwerend dazu. Denkerin bin ich vielleicht auch. Okay, was können wir denn zur Partie sagen? Ja, der Qualengewinn war eigentlich ganz gut und danach hast du es sehr gut gemacht. Wenn man die Qualen mehr hat, muss man die Stellung Wie kannst öffnen. du dich immer hier so oberlehrermäßig? Nee, will ich nicht, aber eigentlich hast du ganz gut Haben gezeigt. wir gut gespielt? Nur ja, das hast du gut gemacht. Aber der Angriff wäre natürlich sehr cool geworden, wenn er die Qualle nicht geopfert hätte. Wenn er jetzt, sagen wir mal, so macht. Ah nee, du kannst ja gar nicht mehr nach H7. Warte mal, vielleicht hättest du doch reingehen sollen. Dann Also wie? so. So. Und jetzt Läufer schlägt H6, Läufer schlägt H6, Läufer schlägt H6. Ja, das. Irgendwie wäre das fast noch cooler gewesen, ne? Ja. Dann hätte er zumindest hier die Entscheidung treffen müssen, nach F6 zu gehen. Und dann hättest du auch nochmal Läufer G5 vielleicht sogar gehabt, ja? Ja, obwohl das Das nicht so bringt klar ist. nichts, ne? Aber dann hättest du den Läufer noch gehabt. Ach, ich weiß nicht, aber war irgendwie trotzdem sehr interessant. Interessant. So, dann wollen wir mal die nächste Partie spielen, oder? Was haben wir denn abgehakt eigentlich? Wenn ich das nochmal frage. Gerade habe ich Erstens, F4. ja, check. Sechs von oben oder von unten? Von unten, wenn ich dran bin, immer, ne? Sechs. Und der hat auch jedes Mal mehr Elo, wenn wir gegen ihn spielen. Ja, Von Woche zu trainiert. Woche. Das ist sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt Black Madima Gambit, aber dann müsste er jetzt auch zu D5 greifen.
Jetzt hat er es gehört, jetzt macht man Absicht. Nee, macht er nicht. Sag mal, die Chance, wollte ich gerade sagen, Königsindisch hier mit vertauschten Farben jetzt quasi. Ach so, aber da, dann hättest du es bei Schwarz abgehakt, oder was? Ja. Ja, du kannst dir das ruhig gleich nochmal gönnen, das zu spielen. Ja, dieser Aufbau ist eigentlich relativ stumpf. Ich möchte jetzt meinen G- und H-Bauern vorschieben, H5 spielen und matt setzen, so viel sei verraten. Ja, hier kommen hochanspruchsvolle Themen im Chat. Es wurde gefragt, warum Männer im Schach besser sind als Frauen. Eine Antwort, der würde ich mich auf jeden Fall anschließen, die von Flinsbacher. Er sagt nämlich, dass Männer sowohl, also generell im Extrem mehr ausgeprägt sind. Das ist tatsächlich auch so, wenn ihr euch so eine Normalverteilung hier... Die Gaußsche Glocke. Genau. Dann sind... Von wo guckst du denn, dass die so aussieht? Moment. Nee. Also, nee, ich mach's ohne Zeichnen. Also auf jeden Fall kann man da in vielen Bereichen beobachten, dass Männer generell eine flachere Kurve haben. Das heißt, sie sind sowohl in den Niedrigbereichen als auch in den Hochbereichen stärker vertreten als Frauen, die eher so eine spitzere Kurve haben. Was übersetzt bedeutet, dass es mehr idiotische Männer gibt, aber auch mehr hochintelligente Männer. Und wenn man davon ausgeht, dass das im Schach vielleicht auch so die Verteilung ist, ist es nur zu erwarten, dass man mehr gute, aber auch mehr schlechte Männer findet. Und hinzu kommt noch, dass generell ja die Grundgesamtheit der Männer höher ist als die der Frauen. Und auch das führt natürlich dazu, dass Männer in der Spitze mehr vertreten sind. Ja. Und dann kann man natürlich noch andere Faktoren mit hinzuziehen. Sowas wie Vorurteile oder so, dass ja Schach als eher männliche Sportart gilt und es ja auch viele so Vorurteile gibt, wie dass Mädchen eh kein Schach spielen können und so. Und das verstärkt das Ganze natürlich nochmal. So. Ja, lass dich nicht stören davon, dass ich hier irgendwie eine Partie spiele oder so. Läuft alles. Aber interessante Fragestellung. Ja, da es gleich zum Damentausch auf A3 kommt, denke ich, haben wir eine sehr gute Stellung. Ja. Gut, wenn du schlecht stehst, kannst du sagen, hast du die schlechte Stellung. Das ist übrigens auch ein psychologisches Phänomen, dass man bei Sportmannschaften häufig, wenn die Mannschaft gewonnen hat, sagt man häufig, wir haben gewonnen. Wenn sie aber verloren hat, sagen wir, oh, Bayern hat wieder verloren. Ja. So, Dalle, dann nimmt er aber da. Was? Ja, das ist ein netter Trick von ihm. Ich kann das nicht so wirklich verhindern, dass er auf E5 nimmt, aber ist trotzdem gut, ja. Stimmt. Das kann doch jetzt hier nicht der Weisheit letzte Schluss sein, dass er gleich auf E5 nehmen kann. Und ich kann nichts dagegen machen. Das kann doch nicht sein. Musst du dich aber vielleicht mit abfinden, ne? Ja, deck lieber den F4, der ist wichtiger. Mach G3, dann schlägt er da, dann gehst du weg und danach nimmst du irgendwann den E6 oder machst oder rennst mit dem D-Bauern durch. Oder vielleicht sieht er es auch nicht. Aber das glaube ich nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Aber ich denke, diese Stellungsöffnung ist dann auch nicht so wild. Ja, die Diskussion geht weiter. Fabi führt jetzt noch als Argument auf, dass die durchschnittliche Elo von Männern ja insgesamt höher ist als die der Frauen. Das ist tatsächlich, lässt sich das nicht mit dieser schönen Idioten-Genie-Regel erklären. Das stimmt schon. Und ich denke auch, dass es zusätzlich zu diesen Erklärungen auch mit der Gesamtzahl und so noch weitere Einflussfaktoren gibt, wie zum Beispiel eben, dass es sehr stereotyp ein Männersport ist oder na, Aggressivität glaube ich nicht. Genauso wenig wie Intelligenz oder
räumliches Vorstellungsvermögen. Das ist völliger Quatsch natürlich. Aber eventuell können sich Männer auch mehr auf eine Sache versteifen quasi und da mehr ja, wie Energie ich auf diese Partie. Ja. Ja, wenn ich einmal die Partie zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, dass Aldi mit B5 hier ein bisschen fehlgegriffen hat. Denn das läuft in D schlägt E5 rein. Er kann nicht zurücknehmen, weil die Dame auf D8 nur einmal gedeckt ist. Das würde den Turm verlieren. Also Springer E8 und nach E schlägt D6. Zwei Bauern mehr. Naja, das ist schon ziemlich unangenehm. Und er kommt auch trotzdem nicht so wirklich raus. Und spätestens... Ja, hier dann nach E5 ist, denke ich, ganz, ganz, ganz schlecht. Er hat noch mit diesem taktischen Motiv nochmal was rausgeholt mit Läufer H6, aber das reichte dann halt einfach nicht. Ja, das war jetzt gar nichts. Ah, er hat ja G6 gespielt. Ja, was soll ich denn da machen? Was mache ich eigentlich hier die ganze Zeit, ne? Ja. Die zwei... Der Helmer. So, dann darfst du es jetzt besser machen. Mhm. Und zwar Königsgambit, Moragambit oder Black Madima. Also du fängst mit E4 oder D4 an. E4, das entspricht eher meinem Naturell. Ja, dann musst du jetzt aber ja, D4 C3 machen, ne? D3, ja. Das spielen auch manche sehr starke Spieler, weil sie Angst vor dem Moragambit haben. So, du darfst jetzt mal weiter vorlesen, damit ich das weiter also, hier verfolgen kann. Das finde ich nämlich sehr spannend. Der Fabi sagt, außerdem könnte ich mir Sozialisation vorstellen. Also, Sozialisation hat er geschrieben. Ja, du hast das irgendwie so komisch betont. Ja, aber hab ich das? Vielleicht habe ich auch nur... Ja. Da ist irgendwie hier zu viel Haar im Ohr. Also, er meint die Erziehung. Dass die Jungs kompetitiv erzogen werden und die Mädchen so... Hauptsache, du hast Spaß. Melli, Hauptsache, du hast Spaß in dieser Stelle. Das sagst du auch häufig zu mir. Halb so schlimm, wenn du jetzt verlierst. Du bist der Grund, warum ich... Mach doch H3. Und dann... Ich sporn dich immer zur Höchstleistung an. Melanie wird... Ja, fein! Das hast du sehr fein gemacht. Melanie wird sehr kompetitiv erzogen. Mhm. Ja. Aber wäre das ein Ansatz? Ja, ist ein Ansatz. Flinsbacher fragt, ob die Angst vor dem Moragambit gerechtfertigt ist. Wenn man gerade auf dem Schirm hat, wie man dagegen spielen sollte, denke ich nicht. Nee. Also ich durfte da mal Zeuge sein, wie Melanie dagegen gespielt hat und sich vorher vorbereitet hatte. Und bam, bam, bam. Tatsächlich war das wirklich sehr, sehr kläglich. Also das ist wirklich so. Danach habe ich mir auch gedacht, oh, genauso wie Melanie das heute gespielt hat, so will ich das in mein Repertoire übernehmen. Das habe ich irgendwie vergessen. Ja. Das ist ärgerlich. Ich glaube, vor 6 Jahren, als wir zusammengekommen sind, wolltest du dir auch mal mein Repertoire generell anschauen. Oh, vielleicht war Ja. Also, wenn man gerade nicht auf dem Schirm hat, wie man dagegen spielen sollte. Ich hatte das tatsächlich auch in der Turnierpartie, dass das völlig überraschend kam. Naja, dann könnt ihr immer noch Springer F6 machen. Das ist ja auch nichts los. Da leitet ihr praktisch über in C3 Sizilianer. Vor dem habe ich dann schon eher Respekt. Auch wenn man das... Also ihr nehmt erst auf D4 und auf C3 spielt ihr Springer F6. Genau. Also man nimmt nicht mehr auf C3 raus. Oder so, man macht das wie Helmer. Also oder Heimer hier. Alapin. Magst du ja, auch nicht. Nee, das mag ich nicht so richtig. Nein, okay. Aber ich arbeite dran. Das zu mögen. Also sobald man sich sicher fühlt in seinen Varianten, mag man es ja auch eher. Ja. Das Problem ist ja immer, dass man dann nie weiß so richtig, wie es richtig geht. Und dann ist es halt nicht so angenehm. Und dann genauso wie... Darf ich kurz nochmal fragen, warum du H-Schlag G als Pre-Move machst? Das muss vielleicht gar nicht sein. Oh, jetzt. Was ist hier naja,
Du kannst ja auch auf E5 nehmen. Und dann hättest du. Nee, 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 nee. Also. Reiß dich mal hier. Ben Zenopi, klingt fast wie Benoni, nur lustiger, hat gesagt, ja, das ist meiner Meinung nach auch ein Grund für die prozentualen Frauenquoten im Management, also ein Grund dafür, dass die Quoten relativ gering sind. Also die Angst vor dem Morra-Gambit. Oh, guck mal. Mal, ist es gut? Nee, ne? Bestimmt ist das der Hammer. Ist doch cool, wenn du Ja, sowas deswegen habe ich hast. es ja auch gemacht, aber. Naja, dann ist das cool. Und auf Springer E5 könntest du auch Läufer A4 einschieben. Dann geht er entweder zurück Oder oder nicht. nicht. Das haben wir sehr gut zusammengefasst. Ach ja. Stimmt, Dame ist die mächtigste Figur im Schach. Wie viel hast du Wobei, nee, gelesen eigentlich von nicht die. dem, Oh. was er geschrieben hat? Er hat geschrieben, guck mal auf die Partie. Schach müsste bei den Frauen sehr beliebt sein, weil immer die Dame den König abschlachtet. Ja, hab ich doch gesagt. Und niemals umgekehrt. Und du sagst, ja, Dame ist starke Figur. Das, was damit gesagt wird. Naja, ist ja eher so, dass die Frauen die Männer Ja, abschlachten. Einfach, ja, komm. Dame Ist ist ja. starke Figur. Ich habe bestimmt nicht gesagt, ja, Dame ist starke Figur. Nein, hast du wahrscheinlich nicht. Das klang für mich ein bisschen so, als hättest du nicht wirklich gelesen, was er geschrieben hat. Akustisches Umwandlungsfeld, sodass dieser, ey, Ich habe mir das mal sodass die erlaubt. Sachen bei dir immer ganz anders ankommen. Ja. Oh ja, Dame, starke Figur. Oh. So, was mache ich denn jetzt? Und vorsichtig sein. Vielleicht war das nur so semi. Ja, da habe ich mir auch gerade gedacht, weil eigentlich haben wir ja jetzt hier die kaputte Bauernstruktur. Aber das Läuferpaar, das kann er sich mit Springer D3 holen, aber egal. Und er hat den noch bisschen geschwächelteren König. Manchmal schlägt aber auch der König die Dame. Was ist wahr? Oh, jetzt geht hier aber jemand zu Höchstleistungen auf. F4? Dame schlägt Busy. Aber dann bin ich ja so nackig. Na dann erst Läufer E3 vielleicht. Also. Oder Läufer F E3. schlägt G. Und ja, dann kommt. Bla. Ja, das checkst du jetzt, Ja, ja? ja, ja. Ja, deswegen wollte ich F4 machen. Ja, dann nimmt er doch auf E1. Ach so. Vielen Dank. Oder Läufer C2, das ist der Beste. Wieso? Der ist richtig gut, hä? Dann nur, Naja, weil nee, ich den aber hier dann mit dem ist. Läufer wieder schlagen kann. Ich Und weiß auch was gar ist, nicht, wenn er dann. jetzt H6 spielt? Heu, Dann habe ich hier ein Dann musst du Problem. einfach mal schneller Wie? spielen. Oh. Ja, toll. Der war hier noch besser. G5. Kann er zwar rausschlagen, aber egal. Wo kann er rausschlagen? Na, den G5 kann er doppelt natzen. Ja, Aber dann vielleicht kannst du kannst du dann auf ja, E5 mit dem Turm nehmen. wenn er Wow. jetzt mit dem Läufer schlägt, Ja. dann machst du Turm schlägt E5. Dann nimmt er auf C1. Und dann machst du irgendwas anderes. Dann machst du Turm B5. Boah, richtig gut. Mach das mal. Lass knacken. Ja, Na, das geht zumindest schon kriegen wir ungefähr jetzt auf, hier ne? noch was, noch eine Figur wieder. Ja, das ist ja wohl auch das Mindeste. Naja, zwischenzeitlich sah das nicht so aus. Doch. Ja, Wie hier, wär's wir haben damit, noch eine deine Lache als Geschäftsidee, Klingelton genau. auszugeben? Bei Dann Jamba oder wäre so ich eigentlich im dabei. Spar-Abo. Gibt es das noch? Bestimmt nicht. Aber das war natürlich auch eine schlaue Idee von ihm. Tja, jetzt bleibt dir ja nichts anderes übrig, außer als auf G5 zu nehmen. Ja, oder auf G6. Na, dann tauschst du noch mehr Figuren ab. Nimm mal auf G5, du hast eine gute Stellung. Wie du das immer so mit Überzeugung sagst und dann einen Zug später Ach, stellst das du kann er hier auch raus. machen. Na, was dachtest du denn? Na, dann mach doch mal Läufer B3, oder? Oh, stehe ich schlecht hier.
Das ist eine Qualle weniger und das ist eine Blitzpartie. Alles gut. Nimm ja, aber mein König ist auch hier. Dann nimmst schlecht. Du auf B7 raus, hast du schon mal einen Bauern da rausgeholt. Und dann nimmt er auf H3 raus, aber das macht ja alles nichts. Das macht nichts, das hast du völlig recht. Er macht nämlich Läufer E6, aber dann spielst du Läufer H4 und dann... Aber A4 meinst du wahrscheinlich? H4 meine ich, dein G5 echt? Hängt. Oh. Echt, ja? A schlägt B, Pre-Move. Ja. Läufer G3. Turm schlägt... Oh, nicht Turm schlägt A7. Jetzt ja. Dame schlägt F3. F3. Ja, das klingt gut. Ja. Kann man mal machen, ja. Oh Mann, ey. Das war nicht so richtig souverän. Naja, komm. Das lag ja nur daran, dass Springer F5 so toll aussah. Und du musstest das fürs Publikum spielen. Es war gar keine Wahl. Du musstest den machen und der war dann wohl doch nicht so gut. Springer, danach das hat er haben gut wir gemacht. Dann aber auch das noch mehr verhunzt. Achso, Dame G3 war dann vielleicht auch ein Fehler. Dame G2, oder Dame E2. Alles andere. Außer Dame F4. Dame E2 oder so, ja, das wäre ganz nett gewesen. Ne? Aber hey, er hat das gut gespielt. Da hat er sich sein Gegenspiel redlich verdient und auch seine gute bis Gewinnstellung. Da verdient zwei, der Superzug war, glaube ich, auch nicht so der Superzug mehr. Geht so, ne? Wir haben immer aber warte nur mal, so also, einen Zug gerechnet. Naja, aber vielleicht wäre das auch gar nicht so schlimm gewesen. Ich meine, dann macht er jetzt so, okay. Okay, stehen wir schlecht. Wir machen einfach die nächste Runde und belassen das dabei, dass der Heimer das gut gespielt hat. Da lässt sich nämlich nichts gegen sagen. Ja. Die 12. Wenn denn noch 12 Challenges da sind um die Uhrzeit, aber ja, sind sie. 3, 6, 9, 12. Oh, ich kriege aber auch langsam Hunger hier. Ich habe vor, bevor wir hier angefangen, ja, wolltest du jetzt sagen, habe ich was gegessen? Ja, das auch, aber ich habe vor allen Dingen Kochrezepte mir angeschaut, so. Weil ich ja die Kochplanung für die nächste Woche übernehme. Königshändisch, abgehakt. Du hast es überhaupt noch nicht abgehackt. Mach's doch erst mal. Ach komm, das kann man ja wohl jetzt nicht mehr verhindern. Ja, oder? Irgendwann hast du auch schon gesagt, ah, nach Springer F6 kommt immer zwangsläufig Königsindisch. Ja. Nicht? Ja, oder nicht. Also, weiß ich nicht so wirklich, was du hast. Okay, dann mache ich so und so. So spielt man das hier, ne? Und so. Oh, das hast du dir gut gemerkt, aber... Ich glaube, hier ist ein kleiner Unterschied, so. Weil der Läufer nicht auf F4 steht. Und so. So, was wollte ich denn eigentlich erzählen? Ach genau, und da habe ich mir Kochrezepte angeschaut. Und das ist natürlich gemein. Bratapfelrezept. Oh. Das wissen die Leute. Ja, ah, weil ich das einmal gemacht habe und ganz stolz berichtet habe. Ja. Jetzt ist die Zeit dafür ja vorbei, so gefühlt. Genauso wie man Lebkuchen und so auch, finde ich, die schmecken... Im Winter besser als im Sommer. Ja. Ja. Also erste Frage, ob wir einen Kochplan haben. Ja, seit heute. Nee, eigentlich überlegen wir so grob immer, was wir kochen wollen, damit wir dann die Einkaufsliste entsprechend vorbereiten können. Und was es zu essen gibt. Na, ich habe erstmal wie wild Rezepte rausgesucht und ausgedruckt, aber ich habe schon wieder vergessen, was das alles so für... Das eine waren irgendwie Thunfisch, Nudel, irgendwas, Auflauf oder so. Das klang ganz gut. Ja, ja. Und gestern haben wir Lachsfilet auf Erbsenpüree mit Pinienkern. Ja, das war gut. Angeröstete Pinienkerne und so. Ja. Wenn man was weniger hat, sollte man nicht tauschen. 1, 2, 3. Muss die Tür du hast... ja. Ja. Ja, da ging so ein Motiv ganz gut auf, muss ich sagen. Kannst du ja gleich nochmal zeigen für die, die nicht zugeguckt haben. So, also für dich eigentlich nur, oder? Ja. Naja, nee, ich kann eigentlich nicht kochen. Eigentlich kann Nico viel besser kochen, aber ich mache mich langsam, ne? Ja, wirklich. Also doch. Ich finde, so langsam wird das. Genau.
Dumm, drum, drum. Das muss doch hier gleich ein Matt werden, oder? Wunderbar, dann haben wir sogar noch Zeit für eine Blindpartie. Bist ja die letzten Male drum rumgekommen, weil ich nicht da war. Ja, willst du dich daran mal versuchen? Nee. Da muss ich erst noch trainieren. Wobei ich ja heute schon geschafft habe. Wir haben heute zusammen meine Partie vom letzten Wochenende analysiert. Und danach waren wir fertig und dann hat Nico gesagt, so, jetzt nochmal blind. Ja, Ja gut, genau. das ist ja auch nicht so die Kunst. Das ist ja auch eine Partie, die ich dann schon insgesamt 5 Mal gesehen habe, so ungefähr. Ja. Das ist ja was anderes. Wow, wir haben eine Badge bekommen für 200 gewonnene Blitzpartien. Ich ja mal verloren. Gibt es da auch Yay. Badges für? Weiß ich nicht. Müsste man mal einfügen, ne? So negative Achievements. Ja, stimmt, das mit der Blindpartie haben wir länger nicht mehr gemacht. Können wir mal machen. Können ja. Die Begeisterung ist riesig. 9, 12, 15, 16, 17, 18. 3 Minuten geht gar nicht. Tut mir leid. Und sonst wäre es da Blablub gewesen. Aber bitte 5 Minuten gerade Blindpartie ist sonst ein bisschen sehr sinnlos. Okay, wir machen das wie sonst auch. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Lieblingsleckereien. Ja, das ist allein schon wegen des Titels. Hast du einen Schal? Nee, ne? Da mache Ich ich könnte einfach. einen holen. Ist das so auch okay? Ich kann mich ja auch, ich kann mich Setz ja dich auch doch so schräg hin, einfach schräg genau. hinsetzen. Okay. Oh, Verbindungsabbruch, aber bei uns? Nee, beim Gegner. Na, ich Ja, probiere dann spiel einfach mal. mal. Spiel mal D4. Mal gucken, was er macht. Ob er überhaupt das macht. Ah, doch, kam D5. Okay. Springer C3. Komm, das ist mein Blindrepertoire. Genau dafür ausgefertigt. Ausgefertigt. Was? Springer F6 Läufer kam. F4. Springer C6. Springer B5. E5 nehme ich raus mit dem Bauern, also DE5 kannst du pre-move. Hier. Dankeschön. Kam schon was? Ja, es kam E5, D schlägt E. Und Okay. jetzt kam Springer schlägt E5. Hä? Läufer E5? C6. Springer C7 Schach. Pre-Move Springer schlägt A8. Aber du musst mir schon sagen, was du Ja, jetzt gemacht sage ich, das letzte Mal war das genau die Sekunde und jetzt kam auch die Sekunde König D7, Springer schlägt A8 und Dame E8. Dame E8. Richtig. Läufer schlägt F6. G schlägt F6. Okay, jetzt muss ich mich erstmal hier nochmal sammeln, wo alles steht. Okay. E3. Den habe ich ja noch gar nicht gezogen, den Bauern. Korrekt. Gut. B6. Läufer D3. Läufer B7. Dame G4 Schach. Dame E6. Läufer 5. Läufer schlägt A8. Läufer E6. F schlägt E6. Rochade. Also kurz.
Hast du gemacht? Das ging nicht kurz. F5. Ach, ich hab da ja auch noch einen Springer. Wow! F5 kam. Ja, okay, Dame H5. Ich habe die Stellung nur ganz grob im Kopf. Ich hoffe, das genügt. C5. Springer F3. D4. Ich habe die Stellung nur ganz. Ich habe bereits lange rochiert, richtig? Richtig. Und dann nehme ich doch D4 mit dem Bauern raus. Okay. Okay. Läuft. Ich habe eine Dame und er hat dafür. C4. Dame F7 Schach. Oh Gott, Matt setzen blind ist gar nicht so einfach. Ich muss erstmal da ein bisschen Material ranholen. König D8. Okay, dann. Naja, Springer E5. Warte mal, macht da Läufer E7, das ist auch nicht matt. Aber fast. Springer E5. Doch, das ist besser als den Turm zu nehmen. Läufer E7. Dame schlägt E6. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 2:13. Danke. König E8. Ja, D5. Ich ahnte sowas. Läufer schlägt D5. Turm D5. Turm F8. Turm D8. Dame D7 Pre-Move Matt. Warte doch mal. Ja, es ist passiert. Okay, jetzt Okay. darfst du gucken. Huhu. Dein letzter Kommentar. Ja, ich nehme den Springer nach E5, das ist besser als den Turm. Wie würdest du den Turm nach E5 bringen? Nein, Dame F6 gewinnt den Turm auf H8, Ach aber so. danach ist der König wieder am Wandern und das dauert, deswegen dachte ich mir, ich versuche lieber matt zu setzen. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal kurz den Chat lesen. Das war nämlich sehr witzig. Deswegen war ich auch ein bisschen abgelenkt teilweise. Es Ja, unser geht um, Rezeptbuch. genau, um Lubis Lieblingsleckereien. Da steht nämlich in Kapitel 1 Springer-Gulasch und dann kommt Springer-Roster. Wobei ich nicht weiß, was das ist. Bratapfelspieß. Radapfelspieß, genau. Ein Turm Dann aus Creme Royale Royal. und Bauernmus. Und Königinnen-Pastete. ja. Da lässt sich was draus machen. Das Schachspieler-Kochbuch, ne? Ja, eigentlich schon. Oh, was für eine Idee. Ja. Ach so, ja, tatsächlich was. Nee, also ich muss ganz ehrlich zugeben, das Rating dachte ich mir, oh, das wird schwierig. Aber, also weil ich blablub nicht, er wäre ja eigentlich laut Zufall dran gewesen. Aber wir haben schon mit 5 Minuten arge Probleme beim Blindschach, weil Melanie muss mir erstmal sagen, was er gezogen hat. Dann muss ich ihr sagen, was ich ziehe. Und dann, also es Muss ist, ich es ja auch du immer musst noch. es immer noch Genau. ausführen. Und das ist mit 3 Minuten, da verliere ich auf Zeit. Auch wenn er in dem ersten Zug die Dame einstellt, weil das reicht nicht von der Aber es Zeit her. stimmt, bisher war immer witzig, dass bei der Blindpartie dann zumindest von der Rating her Schwächere dran waren. Aber das haben wir nicht getürkt. Nee, können wir auch nicht. Der Zufall will es so. Die Ja, aber man könnte Patzersuppe. sicher so aus Versehen verzählen oder so. Nein. Nee, ihr habt da ja auch ein Auge drauf. Nee, Ja. aber normalerweise lassen wir normalerweise 3 Minuten zu, auch nicht so gerne, ne? Aber das wäre Nee, dann kein aber Drama. nee, also normalerweise kann man wenig sagen. Wenn wir zu zweit sind, ist das, denke ich, noch in Ordnung. Aber nee, aber macht mal ruhig 5 Minuten, dann bleibt genug Zeit zum Quatschen. Ja.
So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Dilemma. Nein, wir haben kein Dilemma. Wir sagen Tschüss. Wir bedanken uns für diese ganzen Tipps und werden die in unser Schachrezeptbuch mit aufnehmen. Erscheint 2018. Ja. Lubbes Lieblingsleckerei. Ja, im Lubbes Lieblingsbücher Verlag. Und dazu gibt es dann noch. Lubbes lustige Lieblingsleckerei. Ja, ihr bringt Melanie Ja, hier auf Ideen. ich Genau. arbeite das heute mal aus. Danke für die Partien heute. Waren sehr, sehr nette Partien mit dabei. Eigentlich waren alle ziemlich nett. War sehr spannend. Und wir würden uns freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid zu unserer Lernstunde. Morgen geht es um hängende Bauern. Zweiter Teil. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis bald. Bis dann. Tschüss.